Der Krieg hat die Jüngsten des Ordens verändert. Viele von ihnen haben sich im Krieg gegen die Mandalorianer verloren. Wir haben an dem Tag keinen Jedi verloren. Er verlor sich selbst. Er ist kein Jedi. Er folgte Revan, aber er war nicht stark genug. Ich fürchte, es waren unsere Lehren, die Revan letztendlich auf seinen Weg führten. Wir waren es nicht, die ihn ausbildeten. Wir übernehmen die Verantwortung, Atris. Wir suchen keine Schuldigen. Eines einzelnen Wahl war unser aller Wahl. Revans Lehrer hegten keine bösen Absichten. Und Revan hatte schon viele Lehrer. Und doch haben sie alle denselben Ursprung. Ihre Ausbildung verletzte den Jedi-Kodex und führte sie zur dunklen Seite. Genau wie den Verbannten. Ihr irrt euch. Das war nicht, was ich fühlte. Und ihr alle fühltet es sicher ebenso. Er hat sich geändert. Was diese Wunde auch war. Die dunkle Seite hatte sie verursacht. Wir hätten ihn nicht gehen lassen dürfen. Er wird erneut Revan folgen oder Schlimmeres. Was hättet ihr mit ihm getan, Atris? Seid vorsichtig mit euren Gefühlen. Es war nicht Revan, der vor euch stand. Jener hier geht einen anderen Weg. Nein, ob schon die Zeit dafür kommen mag. Wir ließen ihn ziehen, weil wir mussten. Wohin er auch geht, sein Ziel bleibt dasselbe. Er hätte auf Malachor 5 sterben sollen. Man sah es an seinem Gang und an der Macht. Es schien, als war er längst tot. Er ist nicht tot. Er wird noch viele Schlachten schlagen, wenn sich das, was wir sagen, bestätigt. Aber die Zukunft ist im Wandel. Und er durchschneidet sie wie eine Klinge. Wir hätten ihm die Wahrheit sagen sollen. Ein Jedi verdient das. Das hätte nichts Gutes bewirkt, selbst wenn ihr recht gehabt hättet. Es gibt immer noch Revan. Und derartige Waffenstillstände machen uns verwundbar. An zwei Fronten. In vielen Jahren werden wir ihn vielleicht zu uns rufen und ihm erklären, was mit ihm geschehen ist und wie er geheilt werden kann. Bis dahin muss er seinen Weg gehen. Aber er wird die Wahrheit vielleicht nie erkennen. Und er wird nie erfahren, warum wir ihn ausgeschlossen haben. Dann ist dies die Zukunft, die wir akzeptieren müssen. Ich hätte ihn nicht erklären können. Diese Jedi haben ihre Geheimnisse, nicht wahr? Schön, dass er meine letzte Minute nach meiner Falsche. Ich hatte keine Ahnung. Sag Bescheid, wenn du noch etwas findest. Es wird noch eine Weile dauern, aber analysiere die Archive dort. Atris hat eine Liste der vermissten Jedi. Sicher zeigt sie. Meister Rock. Meister CKL und Ashoda. Meister Kava Andoran. Nein, jetzt habe ich jemand weggeklickt. Diese Jedi, ich kannte sie alle. Ein merkwürdiger Zufall. Das ist kein Zufall. Das ist alles und wir laufen mitten hinein. Das muss eine Falle sein. Solche Zufälle gibt es nicht. Wir haben keine Wahl. Die Jedi wissen, was mir zugestoßen ist. Wir brauchen ihre Hilfe gegen die Sith. Aha. Okay, die Dienerin. Das sind die Aufzeichnungen, die ihr Atris gestohlen habt. Was zur Hölle macht ihr auf unserem Schiff? Ich komme, um mich euch anzuschließen. Ich kann euch gegen diese Bedrohung helfen. Wir wollen eure Hilfe nicht. Und die eurer Schwestern auch nicht. Nur ich. Und ich tue es, weil Atris denkt, dass ihr Hilfe brauchen werdet. Denkt ihr, dass wir Hilfe brauchen? Sag's jetzt mal. Wir wissen nichts über die Zahl der Gegner, aber in jedem Fall sind es mehr als 5 Krieger ohne Hilfe bewältigen können. Wenn das ist, willkommen an Bord. Wirklich? Natürlich. Was macht schon ein Gefährte mehr oder weniger? Ich habe genug davon. Ihr findet... Ja, ich auch. Ja. Ich ziehe mich in meine Gemächer zurück. Aber nachdem ich keine habe, gehe ich einfach wie immer ins Cockpit. Wenn sie mitkommt, dann nur im Frachtraum. Vielleicht merkt sie dann, was es heißt, eingesperrt zu sein. General? Der Frachtraum reicht völlig. Ich bin nicht anspruchsvoll und werde mich selbst versorgen. Wir hätten vergessen. Wir hätten vergessen. Nehmt die normalen Kurtache. Gut, kommt uns bloß, lasst euch von ihr nicht stören, wir haben eine Menge mitgebracht. Das macht nichts. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Atris wahrscheinlich. Aber danke. Sehr liebenswürdig. Ja, klar. Speichern. Gut. 3 Minuten Zeit, ist gut. Nice.
Gibt es einen Grund, dass ihr kein Lichtschwert mehr tragt? Atris und die haben es mir weggenommen. Das ist nicht mehr euer Lichtschwert. Es gehörte jemandem, der Revan im Krieg gedient hat. Aber diese Person seid ihr nicht mehr. Ihr könnt euch ein neues bauen. Ja, das will ich. Wenn ihr wollt. Aber das wisst ihr ja. Warum sollte ich nicht? Ich will nichts von dir, die. Ich hab aber Angst davor, ein neues Lichtschwert zu bauen. Falls ihr das denkt. Achso, ich hab Karl. Denkt ihr, dass ich mir eins bauen kann? Ich weiß es nicht, General. Aber ihr solltet es auf jeden Fall hinter euch lassen. Das weiß ich. Ein Lichtschwert ist ein Teil von euch. Und find ohne seid ihr nicht komplett. Gut, für den Anfang brauche ich einige Dinge. Ich denke, da kann ich euch helfen. Ich weiß zufällig, welche Teile ihr braucht. Seit wann seid ihr Experte für Lichtschwerter? Also gut, was brauchen wir? Wir brauchen eine Energiezelle, eine Emittermatrix, eine Linse und einen Fokussierkristall. Aber was den Kristall angeht, bin ich überfragt. Die Dinger habe ich noch nie verstanden. Diese Teile sind leicht zu finden. Aber mir hat mal ein Jedi gesagt, dass ein Lichtschwert den Jedi widerspiegeln soll und aus Dingen gebaut werden muss, die es als euer persönliches Schwert identifizieren. Bringt mir einfach die Teile, bevor ihr mit dem Bau beginnt. Dann sage ich euch, ob sie etwas taugen. Gelben Kristall habe ich. Ich sage doch nur, dass du schon lange keine Speicherlöschung mehr hattest. Die meisten Droiden benehmen sich dann komisch. Ja, blibli. Das war... Was war... Es geht hier, Vorsicht. Es geht hier, Vorsicht. Ja, ist klar. Ich schubse dich doch gar nicht herum. Ich wollte nur sehen, ob ich deine Systeme irgendwie verbessern kann. Das hört sich nach einer guten Idee an. Ja, das hört sich nach einer guten Idee. Gut, dann lass uns anfangen. Der ist glaub ich, kaum noch leben. Man sieht es dir nicht an, aber du hast anscheinend eine Menge mitgemacht. Allerdings, ich bin fertig. Wenn sich etwas lockert, sag einfach Bescheid. Ich kümmere mich darum. Ja, okay, cool. Das ist gut. Erstmal Kleidung. Ne, halt. Hier. Ich hab immer... Ich nehme mal den hier. Gucken, wie es aussieht. Ist doch das Teil, wo der Badur anhat, oder? Gucken, was die anderen anhaben. Kann ich ja hier? Kann ich irgendwie... Das ist gut. Dua. Ah, das ist nicht schlecht. Die noch ein. Ich zieh den. Und ein Echalischmittel. Die Zeit ist um. Okay. Kurz Handschuhe. Naja, keine Sif. Bio irgendwas Handschuhe. Okay, dann bis zum nächsten Mal.